Da irgendwie jetzt nach Friedrich Küppersbusch hier total eloquent rüberzukommen, ist echt schwierig, oder? Ich bin auch die Einzige, die Karten hat und sich was aufgeschrieben hat. Oder? Ihr habt es auswendig gelernt. Gut, dann bin ich beruhigt. Ich dachte schon, ich bin hier irgendwie so Teleprompter verstrahlt und muss alles ablesen. Okay, also selbstbestimmt sein habe ich mir aufgeschrieben. Ein sehr bedeutungsschweres Wort. Ich bin häufig eher fremdbestimmt, ehrlich gesagt. Nicht wie so einige denken, irgendwie CIA, Merkel ruft an und sagt, Atalay, du musst das und das sagen. Nein, ich bin fremdbestimmt durch mein Smartphone. Es fällt mir tatsächlich sehr häufig schwer, das wegzulegen, vor allem seitdem meine kleine Tochter meine Fotogalerie zuspammt. Da ist nichts anderes mehr. Ich bin froh, dass ich als so 39 Jahre alte Nachrichtentante des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, wo manche so sagen, ja, öffentlich-rechtlich, noch dazulernen kann mit ClickSafe. Ich habe tatsächlich mir das alles mal angeschaut und es ist ja für Kinder gemacht. Auch ich habe das wirklich gut verstehen können, weil es einfach mal runtergebrochen war. Und beim ClickSafe-Preis, der heute übergeben wird, geht es tatsächlich darum, selbstbestimmt und souverän im Netz zu sein. Es geht um Cybermobbing, es geht um Datensicherheit, es geht um Hate Speech, es geht eben um Fake News, über die wir gesprochen haben. Da gibt es ja den Super Mr. Fake News, Donald Trump. Nein, er ist nicht auf diesem Time Magazine Cover. Und er sagt immer nur, so bad, so sad, er will es, aber er muss es abhängen. Und dieser ClickSafe-Preis wird tatsächlich immer begehrter. Ich habe gehört, 100 Einreichungen gab es oder sogar mehr als 100 Einreichungen. Und diesmal, das hast du eben auch schon erwähnt, gab es auch Magazine noch dazu und Spots, Printartikel, Radiobeiträge, also ganz viel. Aber es kann jetzt erstmal nur einen Hauptgewinner geben oder eine Gewinnerin. Und der oder diejenige ist hier drin. Also, der ClickSafe-Preis für Sicherheit und Souveränität im Internet 2017 geht an Timster. Tim Gajus und Elisa Parschwitz. Er kann es kaum fassen. Er kann es nicht fassen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Das hat einen Moment gedauert, bis der Groschen getickert ist. Das hat wirklich einen Moment gedauert, ja. Timster, oh, klingt super. Wenn ich meine Sendung mache, mache ich die auch so. Ich heiße ja Tim. Stimmt, es könnte auch meine. Warte, das ist meine Sendung. Hier, halt's Mikro. Ich halte das Mikro. Ich muss erst mal ein bisschen. Dir geht's alles gut. Einatmen, ausatmen. Du hast also absolut damit gerechnet, diesen Preis heute Abend zu kriegen und eine sehr lange Dankesrede vorbereitet. Ich habe eine Dankesrede vorbereitet. Hast du wirklich? Ja. Möchtest du sie halten? Ich weiß nicht, ob ich gerade im Okay, dann frage ich dich einfach Sachen. Ich kann dich auch einfach Sachen fragen, wenn du möchtest. Oder ich kann auch sie einfach Sachen fragen, dann kannst du irgendwo hyperventilieren gehen und dir ein Glas Wasser holen. Vorbereitet als ich. Okay. Du bist vielleicht besser vorbereitet, aber guck ihn dir an. Nehmen wir doch Möglichkeit 2, Fragen stellen. Eigentlich möchte ich, Pina hat es ja gerade schon gesagt, ihr habt ein Angebot natürlich gemacht, eine Sendung, die sich speziell natürlich an Kinder richtet. Was war der Moment, an dem ihr was dazugelernt habt? So der Moment, wo man denkt, ach, wusste ich auch nicht, ist ja spannend. Ich glaube, das war der Moment, als mein Smartphone gecrackt wurde von zwei unglaublich kompetenten Digitalforensikerinnen. Und es ist so spannend, was sich auch in dem Bereich tut, was für neue Berufsbilder entstehen, mit Cyberkriminologen zu sprechen in der Recherche. Unglaublich facettenreich und unglaublich inspirierende und gute Recherche und Gespräche im Voraus der Sendung. Habt ihr oder hast du Konsequenzen gezogen auf deinem Telefon in echt? Hast du irgendwas gelöscht? Sofort bei WhatsApp raus, aber Facebook noch drauf lassen. Andersherum, WhatsApp ist noch drauf, Asche über mein Haupt, Facebook runtergeschmissen. Ich habe Google weggemacht von der Start, vom Smartphone-Startbildschirm. Und was hast du stattdessen? Um Ecosia beispielsweise zu nutzen, also auf andere Suchmaschinen zu gehen und eben nicht in diese bequeme Monopolfalle zu tappen. Und jetzt stehst du hier und hast einen Preis gekriegt, oder ihr vielmehr, und kannst es kaum fassen. Das ist wirklich so, ja. Ja, das ist doch schön. Dann ist hier dein Preis. Dankeschön. Dankeschön. Euer Preis.
Ja, aber, ja, ihr kriegt ja auch ein Foto. Ihr kriegt ja selbstverständlich auch ein Foto. Ach so, oh, entschuldige bitte. Guck mal, jetzt kommt noch, warum. Jetzt hört ihr von kompetenten Menschen, warum ihr gewonnen habt. Allerdings, die anderen hatten 3 Sätze, ich habe ungefähr 32, also ich bitte um Geduld. Okay. Themen wie Datenschutz und Fake News für Grundschülerinnen und Schüler verständlich zu machen, ist eine wichtige Aufgabe. Die Umsetzung des Kindermedienmagazins Timster begeistert die Jury, weil die Verantwortlichen es schaffen, den jungen Zuschauern hilfreiche Tipps mitzugeben. Statt mit erhobenem Zeigefinger werden die Inhalte mit Humor vermittelt und das in einer für die Altersgruppe angemessenen Länge und Sprache. Darüber hinaus hat die sehr gute Einbindung der Eltern die Jury überzeugt, mit dem Webtalk speziell. Oh! Das tut mir leid. Ich wollte nicht so viel Zeit klauen. Ich mache langsamer. Mit dem Webtalk, speziell für Erwachsene und dem Timster-Treff, bietet Kika beiden Zielgruppen die Chance, sich online direkt zu beteiligen und Fragen zu stellen. Die gelungene Verknüpfung von Fernsehen und Internet gefällt der Jury ebenso wie die optisch sehr ansprechende Gestaltung des Kindermedienmagazins. Wie war das? Herzlichen Glückwunsch. Ihr kriegt auch noch ein Foto. Ein fürs Familienalbum. Meine sehr verehrten Damen und Herren.